Herzlich willkommen zur nächsten Castlevania-Episode. Ich bin Soevo und wir machen weiter. Wir hatten ja zuletzt den verzauberten Wald abgeschlossen und können jetzt in die unterirdischen Höhlen. He is Ja. becoming stronger with every step he takes. His prowess in battle is undeniable. He will need it now. Goblins are one thing, but there are other creatures in the dark places of the world, creatures who know nothing of his plight but fight for their very survival. Many fallen brothers are testament to this. Indeed, their bleached bones adorn the tortuous tunnels in this godforsaken place. He runs ever onward into peril. I wonder who the prey is, and who is the hunted. Perhaps when the time comes, these creatures will know fear as they look into the eye of their quarry. Go, my friend, save your love. Wird gemacht. Oh, das sieht ein bisschen uncool aus. Gucken wir mal. Können wir da irgendwas machen? Ne, gut. Okay, runterspringen ist wohl keine so gute Idee. Alles klar. Ich finde es teilweise schwierig herauszufinden, wo man jetzt hier wirklich rum muss. Drücke A, um vorsichtig rückwärts zu springen. Okay. Okay, hier ist Party, glaube ich. Ey, das ist doch keine Spinne, oder? What the fuck? Alter Schwede. Denkt das hier eigentlich, ich bin blöd? Geht denn hier ab? Rette mich, rette mich, rette mich, rette mich. Komm, 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 komm. Okay. Geht denn hier ab, verdammte Kacke. Die Frage ist, wie greift die an? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich das Attack-Muster nicht kenne, das ist sau scheiße. Mir ganz schön aufpassen. Ich weiß auch nicht, ob dieses Gift oder was das da ist, was die da macht, schon tödlich ist, okay. Baby, 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 baby. Okay. Okay, sie will angreifen. Ja, gut. Immer relativ. Okay, du bist vergiftet. Ich will dir dein Lichtmagie, um Vergiftungsschaden zu vermeiden oder so. Wahrscheinlich. Oder auszugleichen oder sowas. Gott, du hast deinen Bestien-Ein. Okay, wir haben den Bestarien-Eintrag eines Charakters freigeschaltet. Okay. Alles klar. Also, Spinnen sind ja irgendwie in egal welchem Spiel so einer meiner Hassgegner. Ja, ich kann die absolut nicht abhaben. Ich weiß auch nicht genau wieso. So, jetzt im echten Leben habe ich keine Probleme groß mit Spinnen. Wenn zur Not der Staubsauger rausgeholt wird, ein bisschen eingesaugt oder so, ja, oder weggeschafft oder was auch immer. Aber in Games habe ich da doch immer meine Schwierigkeiten mit, wenn ich ehrlich bin. So. Okay, jetzt sind wir nochmal wieder ein ganzer Haufen von den guten Viechern hier. Geht denn hier ab? Ich ein bisschen konzentrieren jetzt mal wieder. Viel zu viel unnötigen Schaden von denen bekommen. Okay, wo bist, kommst du denn schon wieder her? Ne, die lassen wir vielleicht mal noch aus. Vor allem, wenn wir noch nicht vergiftet sind. Das ist vielleicht ein bisschen uncool. Komm, komm, komm. Und weg hier. Ja, der wird mal einmal getroffen oder so. Und das ist hier schon direkt kurz vorm Verrecken. Schon gut, ey. Ah. Ey, komplett der gesamte Fokus ist weg, ey. Gibt's ja gar nicht. Zack, 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 zack. Gucken, dass wir so möglichst auf maximale Entfernung bleiben. Dass uns nicht großartig was passieren kann. Das war knapp. Oh, das Viech, ey. Ganz ehrlich. Ich glaube, das Toten hat Dolch hinterlassen. Okay. Alles einsammeln, was wir kriegen können, definitiv. Was haben wir hier noch?
irgendwas? Dolche bringt uns nichts. Das ist wohl der offensichtlichste Weg, deswegen gehen wir jetzt mal hier rum. Okay. Wenn wir uns hier halb abseilen, irgendwie. Okay. Mal wieder hoch. Gucken, was kriegen wir hier? Irgendwie ganz schön verrückter Weg hier. Alter, nett im Ernst. Sowas auch noch. Müssen wir hier auf Spinnennetzen hin und her balancieren, ey. Leck am Arsch. Warum ist das wenigstens ein Lebensstein? Nur eine Schriftrolle. Gucken wir mal. Trotz ihrer Größe sind Spinnen überraschend schnell und wendig. Ich habe gehört, dass ein erfahrener Krieger sie sogar in gewissem Maße zähmen kann, wenn sie erschöpft genug sind und dann auf ihnen reiten kann, wie auf einem Warzenschwein. Ich habe auch gehört, dass man mit ihren Netzen Brücken weben kann, die stark genug sind, um das Gewicht eines erwachsenen Mannes zu tragen. Unglaublich, vielleicht verliere ich ja langsam den Verstand, weil ich an diesem höllischen Ort gefangen bin. Ich muss verrückt sein, so etwas zu glauben. Okay, verrückter Kram, definitiv. So, geht hier ab. Der speichert, das ist ganz cool, denke ich, aber hier sind schon wieder so viele Netze, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Da oder hier? Gehen wir erstmal hier rum. Wie gesagt, ich bin ein Freund des Nicht-Offensichtlichen. Halten, halten, halten. Okay. Ey, jetzt nicht zum Schluss nochmal runterfallen, oder was? Jetzt hat er uns tatsächlich erwischt, der Sauhund, Mann. Müssen wir erstmal unser Ding anmachen, dass wir mal ein bisschen heilen wieder. Der ist jetzt auch leer, unser Bumper. Okay, okay, okay. Das hat auch so ausgesehen, als wenn er für eine Attacke eben angesetzt hätte. Jetzt macht er sie. Okay. Kackvieh. Das war knapp. Das erste Mal, dass ich diesem Spinnennetz quasi ausgewichen bin, denke ich. Okay. Mehr Deutsche gehen nicht, aber die können immer das Zeug einsammeln. So, das sind noch mehr Deutsche. Was gibt's da? Keine Ahnung. Müsste ja hier hochgehen irgendwie, oder? Okay, hier geht's definitiv hoch. Guck mal, was da oben zu finden ist. Was hier für verrückte Wege es hier aber auch zu erklimmen gibt, ja. 10.000 verschiedene Möglichkeiten durch das Level zu gehen. Ich denke, letztendlich wird mir das Spiel eventuell sogar 2-3 Mal durchspielen müssen, um alles herauszufinden. Aber letztendlich ist es halt auch so, dass es dann wieder Spielwert hat, was ja auch ganz cool ist. Wir haben einen Runensteinschlüssel gefunden, okay. Ganz nett, denke ich. Wahrscheinlich müssen wir die hier einsetzen. Vermutlich. Jetzt brauchen wir noch einen zweiten. Wir müssen jetzt wahrscheinlich mal einen anderen Weg gehen oder so. Schätze ich jetzt mal. Gehen wir da rum. Ah, hier ist so ein Netz, okay. Mal wieder. Zack, zack. Bisschen verrückt der Weg, wenn ich ehrlich bin. Uiuiui. Haben wir hier? Hoffentlich ist der da drin, der Runenstein. Eine Schriftrolle. Wohin ich auch blicke, überall warten Tod und Zerfall. Gott hat uns verlassen. Ich habe meine Mission aufgegeben. Die Lage ist hoffnungslos. Ich will nicht sterben, will nicht wie meine Ordensbrüder enden und am Wegesrand liegen bleiben. Damit der nächste Abenteurer, der vorbeikommt, sich an meinen Sachen bedienen kann. Ich will nicht, dass mich dieses Schicksal ereilt. Ja, dafür ist es leider zu spät. Tut mir wirklich leid. Aber ich habe deine Sachen schon durchwühlt. Und einen Heilbrunnen, den wir nicht brauchen, da wir volle HP haben. Super cool.
Da können wir eine Tür öffnen. Wenn hier wieder Granaten-Goblin-Gallis kommen. Vermute ich zumindest mal. Oder? Wie sollen wir die sonst öffnen? Müssen ja Gegner kommen, die wieder Granaten hinterlassen eigentlich. Aber anders kriegen wir das ja nicht auf. Okay. Bedeutet jetzt was? Komisch. Okay, speichert. Was ist das hier? Warum blinkt das so blöd? Muss ja irgendwas sein, aber konnte man nichts dran machen irgendwie. Gucken, ob hier unten irgendwas ist. Gucken, was haben wir hier? Hier geht's hoch. Okay. Ich glaube, das ist der Rückweg irgendwie. Hab ich das Gefühl. Nicht, dass das so gut ist, wenn wir da lang gehen. Gehen wir mal hier rum. Sehr seltsam. Ich hab mich ein bisschen verlaufen, ehrlich gesagt. Gefällt mir nicht besonders gut. Zack, zack, zack. Irgendwie hier rüber wieder. Gut, gut. Hier echt ein bisschen verlaufen. Ja, ja, ich will mich festhalten. Nochmal, nochmal, ja, ja, ja. Die Perspektive ist auch so ein bisschen blöd da immer an der Stelle. Sind wir wieder hier gelandet? Da sind wir das letzte Mal da rumgegangen. Dann gehen wir diesmal mal hier rum, würde ich sagen. Ah ne, da sind wir auch rumgegangen. Da wir ja hier rüber gesprungen sind und dann da gelandet sind. Okay, dann sollten wir vielleicht doch nochmal den anderen Weg entlang gehen, weil irgendwo muss ja da der Runenstein dann auf uns warten. Weil da am Ende von dem Weg, wo wir hier gegangen sind, war ja der Runenstein. Und da sind wir hier rausgekommen. Also muss es ja irgendwo hier entlang sein. Ja, ja, halt mich fest. So, dann gehen wir nochmal hier lang. Muss ja irgendwo hier rum sein. Also war das wahrscheinlich doch nicht der Weg zum Anfang, sondern einfach der Weiterweg oder so. Mal schauen. Was das Ding da unten zu bedeuten hat, weiß ich halt noch nicht so richtig. Schau da jetzt einfach 100 mal, 1000 mal drauf. Du musst dein Kampfkreuz aufrüsten, um diesen Totem durchzusägen. Komm zurück, wenn man es halt kann, okay? Also das haben wir schon mal herausgefunden, dass wir das noch nicht können. Alles klar. Zack, dann gehen wir mal hier entlang, gucken, was uns hier erwartet. Okay, hier waren wir auch definitiv noch nicht. Okay, hier ist Party in irgendeiner Form. Okay. Nur ein Wolf. Noch ein Wolf. Oder Werwolf vielmehr. So viel Zeit muss wahrscheinlich sein. Okay, da kommt auch eine Spinne, denke ich. Ja, wie gedacht. Allein vom Schatten her schon gesehen. Klar, hier, was geht denn ab mit euch, ihr Kackviecher? Jetzt muss ich mal hier den Mist einsammeln. Jetzt muss ich mal weg hier. So, müssen wir jetzt hier erstmal wieder ein bisschen Damage an die Spinne bringen. Ja, 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 er wollte uns tatsächlich angreifen, du Scheißvieh. Ach du Kacke, was war das denn für ein Angriff? Bumper an. Sonst gehen wir hier gleich mal ganz gehörig drauf. Du Scheißvieh. Gibt's ja gar nicht, ey. Gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht. Ach ja, gut, dass wir da ausgewichen sind, ey. Das war knapp.
Uiuiui, was geht denn nur hier ab gegen das scheiß VA? Hat uns gut geärgert diesmal. So, gucken wir mal, was sie hier finden können. Beziehungsweise, wo es hier weitergeht. Hier geht's weiter. Das erinnert mich jetzt aber doch wieder an den Anfang. Okay. Das ist ein bisschen verrückt gerade. Das erinnert mich doch sehr stark an den Anfang. Ja. Nicht, dass wir uns wieder hier in der einen Schriftrolle stand, wirklich dann so einen Weg mit einem Spinnennetz selber machen müssen oder so. Jetzt sind wir nämlich wieder hier an dieser Stelle. Da oben an der... Obenrum hatten wir ja den Runenstein. Er muss irgendwo hier auf dem Weg liegen. Kann ja jetzt sein, dass ich mich da so krass täusche jetzt irgendwie. Verrückt. Ganz ist wirklich verrückt. Hier kann man irgendwie runter, aber das bringt uns ja nichts. Okay. Gehen wir mal hier entlang. Wahrscheinlich muss man wirklich durch dieses Tor irgendwie durchbrechen. Jetzt kommen hier die Wichser oder was? Ihr wollt mich doch verkackeiern, Spiel. Vorhin habe ich auf sie gewartet und da kamen sie nicht, oder was? Und jetzt wollt ihr mir sagen, jetzt kommen sie hier. Okay. Ich nehme mal hier die Punkte da. Ja, lasst mich mal in Ruhe, Schweine. Geht der nie ab? Kriegen wir wahrscheinlich nicht so weit geworfen, doch kriegen wir tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Zack, zack. Bumper machen. Und irgendwie weiter Elementarenergie sammeln, damit wir dann irgendwie gleich mal uns heilen können wieder. Das ist nämlich ganz schön knapp, wenn ich ehrlich bin. So, hier muss jetzt dieser Stein sein. Du hast einen Runensteinschlüssel gefunden. Alles klar. Geht's hier irgendwie rum? Nicht, okay. Dann müssen wir jetzt hier weitergehen wieder. Ah gut, da ist ja der Heilbrunnen, den wir nicht benutzt haben. Das ist ja perfektes Timing. Wenn man ehrlich ist. Wie war denn das? So nennen wir den. Alles klar. Ja, perfektes Timing, würde ich sagen. Dass wir den nicht genommen hatten, als wir hier zurückgelaufen sind. Alles gut. Ja, festhalten, festhalten. So. Müssen wir hier über den Weg wieder an dieses Runensteintor kommen. Ich glaube, davon ist es auch schon. Zack, zack, zack. So. Da hatten wir ihn ja schon eingesetzt. Dann jetzt hier. Perfekt. Müsste ich ja jetzt öffnen irgendwie. Okay, tut es auch. Ich bin begeistert. Haben wir es tatsächlich geschafft, auch wenn uns das Spiel ein bisschen verarschen wollte mit den komischen Kobolden, die nicht gekommen sind. Wahrscheinlich, weil wir aus der falschen Richtung kamen. So, mal gucken, was wir jetzt hier für ein Upgrade bekommen. Haben wir uns auf jeden Fall hart erkämpft. Das letzte Mal haben wir ja diesen Enterhaken bekommen. Bei dem Mausoleum. Ja, und was hat uns das jetzt genau gebracht? Eine Stachelkette. Rinaldo Gandolfi fertigte zwei verschiedene Ketten für das Kampfkreuz, doch diese hier wurde von der Bruderschaft aus naheliegenden Gründen nie gebilligt. Die Ältesten dachten, die Stacheln seien zu grausam in Anbetracht der heiligen Natur der Waffe.
Doch anstelle sie zu zerstören, verbarg der Handwerker die Glieder in einem der Mausoleen des Ordens, in dem Glauben, dass sie eines Tages gebraucht werden würden. Mit der Stachelkette kann man das Kampfkreuz verwenden, um Hindernisse durchzusägen und gefährliche Monster zu zähmen, indem man sie ihnen um den Hals wickelt. Also können wir mit dieser Kette dann wahrscheinlich diese Spinnen zähmen. Und ja, wohl auch diesen Totem da kaputt machen, schätze ich einfach mal. Geht's hier weiter? Ja. Wie machen wir das Ganze jetzt? Müssen wir jetzt einfach da 100 Mal draufhauen, oder was? Oder wie funktioniert der Spaß? Okay. Okay, so sägen wir das jetzt quasi durch. Sehr interessant. Aber naja, wer mich kennt, der weiß, dass ich jetzt erstmal zu dem anderen Totem zurückgehe, um herauszufinden, wozu das gut war. So, müssen wir nämlich hier drüber. Oh, das war knapp. Waren wir ganz schön weit links draußen. Aber naja, ging ja gut. So. Das war jetzt hier, glaube ich, gleich irgendwo. Uiuiui, balancieren. Okay. Alles klar. Das Halten kommt im Prinzip, denke ich, immer nur zustande, indem wir nicht gut gelaufen sind. Also, was ich damit sagen will, ist, dass wir, wenn wir kurz vorm Abstürzen sind, dann müssen wir uns festhalten. Oder beziehungsweise ausbalancieren. Festhalten können wir uns ja nicht wirklich. Aber es ist halt nur mal so als Erklärung, warum wir das da überhaupt manchmal drei, viermal haben und manchmal gar nicht. Kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche, aber das ist halt jetzt so mein Eindruck beim Spielen. So, gucken wir mal, was wir jetzt hier finden. Bin ich sehr gespannt. Hoffentlich ein Lebensstein, das wäre cool. Ein Lichtmagiestein gefunden. Sammle fünf davon, um deine Lichtmagiekapazität zu erhöhen, okay? Also können wir unsere Magie auch noch erhöhen, ach du Scheiße. Naja gut. Hauptsache, wir haben ihn gefunden. Dann können wir jetzt weitergehen. Ohne Bedenken. Diese Kralle da oben geht mir schon seit dem ersten Mal hier vorbeilaufen, auf den Zeiger. Okay. Bin dabei. Perspektiven hier bei diesem Netz überqueren ist teilweise auch echt bitter. So. Ja, das letzte Mal die Episode war, glaube ich, ein bisschen kürzer. Diesmal wird es auf jeden Fall ein bisschen länger, wie ihr schon sehen könnt. Aber ist ja auch nicht schlimm. Mitten in so einem Kapitel halt aufhören ist halt auch immer ein bisschen blöd, wenn man denkt. Denke ich, kurz vorm Ende steht. Deswegen machen wir das ruhig zu Ende. Gucken, was jetzt hier passiert. So, wie gedacht, das ist schon das Ende. Haben den Magiestein sogar bekommen, haben alles gefunden. Ja, optimal. Dann würde ich sagen, beenden wir die Episode an dieser Stelle. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ja, sag ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.